das ist, was der Teufel versucht. Er versucht, uns Christen wegzubringen von dieser Hoffnung. Sobald Schreckensnachrichten da sind, will er dich wegbringen von dem Fokus auf die Umstände. Jesus sagte, euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Solche Zeiten wie diese gerade können schon manchmal schreckhaft sein und einem Angst einflößen. Aber Jesus will, dass du weißt, dass du dich nicht erschrecken brauchst und vor allem auch nicht fürchten brauchst. Du als Kind Gottes hast immer etwas, wo du nach vorne schauen kannst, ja? Du siehst immer Licht am Ende des Tunnels. Für dich gibt es immer eine Hoffnung und ich will heute dich ermutigen, gerade in diesem Bereich und dir sagen, schau nicht so negativ in die Zukunft, sondern schau positiv, schau mit hoffnungsvollen Augen, mit dem Auge, wie Jesus das Ganze sieht, wie Gott das Ganze für dich sieht. Für dich gibt es immer eine Lösung, für dich gibt es immer einen Ausweg, Gott hat etwas für dich vorbereitet. Schauen wir uns doch mal eine Bibelstelle an, die das komplett deutlich macht und noch deutlicher darstellt, nämlich in Jeremia Kapitel 17, da lesen wir einen sehr bekannten Text, da heißt es, so sagt der Herr, verflucht ist der Mann, der sich auf Mensch verlässt und Fleisch für seinen Arm hält und mit seinem Herzen vom Herrn abweicht, der wird wie ein Strauch in der Wüste sein und wird den zukünftigen Trost nicht sehen. Was ich hier voll interessant finde, ist, dass er sagt hier, dass ein Mensch, der nicht auf Gott vertraut, sondern auf Menschen vertraut, der wird den Trost der Zukunft nicht sehen. Es ist schon heftig gewaltig, oder? Er wird in dürres Land bleiben, in der Wüste, in einem unfruchtbaren Land, in dem niemand wohnt. Gesegnet aber ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt, dessen Zuversicht der Herr ist. Und deswegen hat Jesus auch gesagt, glaubt an Gott und glaubt an mich. Ja, wenn du ausgerichtet bist auf Gott, dann kannst du über jede Mauer springen. Dann kannst du durch jedes Tor durchrennen. Für dich wird es immer einen Weg geben, für dich wird es immer eine Möglichkeit geben. Gott lässt dich nicht hängen. Paulus hat mal so schön im Philipperbrief gesagt, der das Werk begonnen hat in dir, wird es auch zur Vollendung bringen, bis an den Tag Jesu Christi. Das heißt, bis der Herr nicht kommt, sind wir noch nicht fertig mit dem, was Gott uns als Aufgabe gegeben hat. Auch wenn du das weißt, dann weißt du, dass du nicht untergehen wirst. Dann weißt du, dass es für dich nicht so schnell vorbei sein kann. Wenn du noch nicht das erreicht hast, was Gott dir gezeigt hat, die Vision, die er dir gegeben hat. Gott ist mit dir und er will dich führen dort zu dem Weg, zu dem Erfolg, wo er dich eben haben will. Wenn du aber, und das ist, was der Teufel versucht, er versucht uns Christen wegzubringen von dieser Hoffnung, er versucht uns wegzubringen, sobald Schreckensnachrichten da sind, sobald irgendwelche Umstände da sind und so weiter, will er dich wegbringen von dem Fokus zum Herrn Jesus Christus und weg auf die Umstände. Warum? Weil du dann in dem Moment nicht aktiv glaubst an deinen Retter, nicht aktiv glaubst, dass Möglichkeiten da sind, dass für Gott alle Dinge möglich sind. Die Bibel sagt uns, für den, der da glaubt, ist alles möglich. Alles. Alles ist möglich. Und deswegen sagt Jesus, erschreck nicht. Erschreck nicht. Glaub an Gott und glaub an mich. Bleib fest daran. Halte fest an die Verheißung Gottes. Deswegen, selbst wenn du irgendwo eine Nachricht siehst, das klar, das wird dich vielleicht erschrecken. Das wird vielleicht kurz mal dir eine Sorge bringen. Das könnte dir vielleicht kurz ein Gefühl der Angst bringen und so weiter. Aber sofort musst du umswitchen und sagen, der Herr hat gesagt, ich soll mich nicht erschrecken. Ich soll an Gott glauben und an ihn. Und da hältst du dich fest. Warum? Weil dieser Mensch, der das tut, er verlässt sich auf den Herrn. Und er ist gesegnet. Er wird gesegnet sein. Wie ein Baum, der gepflanzt ist an Wasserbächen, seine Frucht bringt zu jeder Zeit. Und seine Blätter verwelken nicht. Ja? Du bist verwurzelt. Auch wenn eine Krise kommt, auch wenn irgendwie sollte irgendwas in Deutschland passieren, dass auf einmal alles zerschüttelt und zerrüttet und so weiter und alles kaputt geht in diesem Land. Du wirst dann als ein Baum des Lebens sozusagen oder als ein Baum, als ein Vorbild dastehen, festgewurzelt an einem Bach, wo du immer mit Wasser versorgt wirst. Deine Blätter werden nicht verwelken, du wirst florieren, du wirst aufsprießen und so weiter. Gott wird Leben in dir bewahren und du wirst eine Hoffnung sein, du wirst Licht sein, du wirst Salz sein dieser Erde. Halleluja. Nämlich das ist, was Gott machen will. Warum gibt Gott uns diese Verheißung. Gott gibt uns diese Verheißungen, damit wir durchkommen, damit wir durchhalten, damit wir die Lösung bekommen, damit der Mensch erkennt, dass Gott gut ist. Ja? Das, es heißt ja auch, die Bibel sagt uns, schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Wir haben geschmeckt und gesehen, wie freundlich der Herr ist. Und die Welt muss es auch noch erfahren. Die Menschen um dich herum sollen es erfahren. Und deswegen ist es wichtig, tu nie deinen Kopf in Sand stecken, sozusagen, weil du dich erschreckt hast, weil irgendwas draußen passiert ist, weil irgendwelche Schreckensszenarien da unterwegs sind, sondern du bleibst immer fest im Vertrauen auf Gott.
Er hat dich errettet von der Sünde. Er hat dich frei gemacht, ja? Er hat dich errettet von dieser Welt. Wir sind nicht mehr von dieser Welt. Wir sind in dieser Welt, aber nicht mehr von dieser Welt. Für uns gelten andere Dinge. Halleluja. Halleluja. Wir leben aus, wie manch ein Prediger sagt, wir leben aus einer himmlischen Perspektive heraus. Wir leben aus einer Herrlichkeit-Perspektive heraus. Ja, wir schweben über Dinge hinweg. Und das ist, was mit dir auch sein soll. Lass nicht zu, dass der Teufel dich benebelt durch viele Infos, die vielleicht Angst machen. Lass dich nicht benebeln, sondern bleibe fest auf Gottes Wort verwurzelt. Ich finde hier sehr interessant und sehr wissenswert, dass man, dass hier steht, dass jemand, der nicht auf Gott vertraut, sondern auf den Mensch, auf System, auf Sonstiges, das kannst du ja alles irgendwie so auf dem Menschen eben ableiten und so weiter, der auf was auch immer er vertraut, nur nicht auf Gott, dieser Mensch, dem wird es an einer guten Zukunft fehlen. Es heißt hier, der wird wie ein Strauch in der Wüste sein und wird den zukünftigen Trost nicht sehen, sondern wird in der Dürre bleiben. Kannst du dir vorstellen, das ist ganz wichtig, für mich ist das ein wichtiges Thema geworden und deswegen predige ich so oft darüber und versuche einfach so viele Menschen wie möglich, Christen, da zu ermutigen. Es ist egal sogar, in welche Richtung das Land sich hier entwickelt. Ja, und ich glaube, es wird sich auch wieder in eine gute Richtung entwickeln. Das ist ein anderes Thema. Aber es ist egal, in welche Richtung es sich entwickelt. Wenn du mit Gott bleibst, wird für dich sich alles in eine gute Richtung entwickeln. Ja, Gott sagt, meine Gedanken sind gut für dich. Ja, meine Gedanken sind gut. Er hat Gedanken des Friedens für dich, nicht Gedanken des Leidens. Warum? Weil er eine Zukunft für dich vorbereitet hat. Er hat etwas Gutes für dich. Er hat den Ausweg für dich, eine Strategie, wie du dem Feind ausweichst, wie du der Zerstörung ausweichst. Ja, wenn wir mit Christus gehen, dann ist es für uns möglich, dass der Heilige Geist uns rechtzeitig Strategien gibt. Vielleicht bist du in einem Business und bevor du irgendwie in einen Bankrott oder Ruin geratest, gibt Gott dir im Schlaf eine Idee, wie du das besser vorantreiben kannst, wie du überleben kannst in der Wirtschaftskrise oder sonstiges. Und das ist, von was ich rede. Wir Christen haben immer eine Lösung, weil wir Jesus Christus in uns haben. Die Lösungen sind in Jesus Christus. Wenn du das glaubst, dann schreibe rein, ich glaube es. Ja, und dann mach es nochmal deutlich. Sage, ich glaube an Gott und ich glaube an Jesus Christus. Halleluja. Halleluja. Wie Paulus schon mal gesagt hat im Hebräerbrief, sagt er, wir gehören nicht zu denen, die feige zurückweichen zum Verderben, sondern zu denjenigen, die glauben und vorwärts gehen und das Leben ergreifen. Bleibe fest in Gottes Wahrheit. Bleibe fest in Gottes Wahrheit. Das, was das Wort sagt. Wir können nicht wie die Welt genauso in diese Falle tappen, wo alles ist schlimm. Es wird nur noch schlimmer. Es wird grausam und so weiter und so fort. Wo wir selber irgendwann mal keine Hoffnung haben. Schaut mal, überleg mal selber, wenn du als Christ keine Hoffnung mehr hast, kein hoffnungsvolles Wort zu sagen hast, du kannst keine Hoffnung bringen. Die Nachrichten und wie alles schlimm ist und wie alles schlimmer wird und Deutschland geht den Bach runter und wir werden islamisiert und es wird immer gewaltiger und guck mal, wo das hinführt. Das Land geht vor die Hunde. Wir selber müssen Hoffnung in uns haben. Wir selber müssen positiv voranschauen, positiv in die Zukunft schauen. Ich weiß, es ist sehr wichtig, dass wir das ewige Leben haben nach dem Tod, aber das ist nicht alles. Jesus hat uns nicht nur das dagelassen, sondern hat uns auch für dieses Leben, ja, es gibt Verheißungen hier für dieses Leben. Hier für dieses Leben schon. Gott hat einen Weg jetzt. Ich bin so überzeugt, dass Gott uns Christen ausrüsten will, mit dem Glauben, der radikal ist, sozusagen in diesem Bereich, dass wir Gott für jetzt glauben, dass wir Gott glauben für diese Zeit, für diesen Moment. Ich bin hier, wir leben hier. Gott will dieses Land bewahren vor Bösem, vor Schreckliches. Du musst verstehen, dass es sehr wichtig ist, dass Deutschland am Ball bleibt, ja? Dass Deutschland eine Größe bleibt. Es ist ganz wichtig für viele Dinge. Ja, und wir sehen das in den letzten Jahren, dass der Teufel immer wieder daran rüttelt, dieses Land zu zerstören, dieses Land zu schwächen, wirtschaftlich zu schwächen. Wenn Deutschland geschwächt wird wirtschaftlich, das hat sehr, sehr gravierende Auswirkungen weltweit. Und deswegen, es muss sein, Gott ruft uns auch dazu, dass wir aktiv glauben und dieses Land im Glauben einnehmen. Was meine ich damit? Dass wir einfach positiv denken für das Land, dass wir beten für das Land, für die Regierung, dass wir einstehen, ja, im geistlichen Kampf, wenn du so willst, dass wir sozusagen aber
positiv hinschauen, dass wir das Leben sprechen in die Zukunft dieses Landes und für die Mitbürger dieses Landes. Wir sprechen nicht Zerstörung. Wir brauchen nicht immer alles Negative mitplappern, was die Welt plappert. Ja? Weil letztendlich, wir wollen die Frucht, oder letztendlich werden wir die Frucht von dem, was wir sprechen, sehen. Werden wir. Und wenn wir nicht anfangen, hoffnungsvoll zu sein, wenn wir nicht anfangen, auch Gottes Worte über unser Land zu reden, dann wird es natürlich auch in eine andere Richtung gehen. Viele Christen unterschätzen das, das merke ich immer wieder. Die Bibel sagt uns, Leben und Tod sind in der Gewalt unserer Zunge, sind in der Macht deiner und meiner Zunge. Gott hat uns die Gewalt gegeben, Leben und Tod zu sprechen. Lasst uns das Leben sprechen. Lasst uns Positives sprechen. Lasst uns Gutes sprechen, zusprechen diesem Land. Warum diesem Land? Manch einer ist es schon ganz egal geworden, ja, ob diesem Land oder irgendeinem Land. Weil diesem Land, weil du in diesem Land lebst, auch als Christen sind wir berufen, in dem Land, wo wir sind, dafür zu sorgen sozusagen oder alles machen, was wir können, dass wir hier auch unseren Beitrag leisten. Und als Christen leisten wir unseren Beitrag, indem wir, weil wir von oben schauen, weil wir in der himmlischen Perspektive sitzen, ja, dass wir können viel mehr tun, als Menschen einfach im Natürlichen tun können. Amen. Wir können viel mehr tun. Wir können gegen die Dinge gehen, wo der Antichrist versucht zu bringen. Wir können gegen das ganze Dämonische gehen, gegen das ganze Falsche und so weiter, das antichristliche Regime. Wir können dagegen gehen, wir können in der geistigen Welt dagegen sprechen und sagen, wir kommen im Namen Jesus. Halleluja. Wir lassen nicht zu, dass der Teufel dieses Land einnimmt. Wir lassen nicht zu, dass der Antichrist dieses Land zerstört. Ja? Ich bin überzeugt, wenn wir so eine Haltung haben werden, ja, wenn du so eine Haltung haben wirst als Christ, dann wird dieses Land wieder aufgerichtet werden. Verbreiten wir die Erkenntnis, dass Deutschland nur dorthin gekommen ist, weil es mit Gott gegangen ist. Weil wir christliche Werte hochgehalten haben. Ja, weil wir wirklich geglaubt haben, dass Jesus Christus unser Retter ist. Dass er der Sohn Gottes ist. Und ich sehe, dass natürlich in so einer Zeit, wo wir gerade sind, dass das ist ja, was der Antichrist machen will. Er will sozusagen Jesus Christus raushaben. Er will ihn raushaben. Aber es wird ihm nicht gelingen. Es wird ihm nicht gelingen. Nicht solange wir hier sind. Solange 1, 2, 3 Gerechte im Namen des Herrn sich aufmachen und sagen, Herr, gebrauche mich, gebrauche mich. Und das ist, was ich einfach wirklich, was ich mir einfach wünsche für uns alle, für uns Christen, dass wir nicht in die Defensive gehen, sondern in die Offensive. Ja, dass wir wirklich ein Rückgrat bekommen, dass wir einstehen für den Glauben, für christliche Werte und dafür, dass Gott mit uns ist und größer ist der, der mit mir ist, als der, der in der Welt ist. Halleluja! Und deswegen sage ich immer wie David, ob Zehntausende oder Tausende fallen zu meiner Linken, 10.000 zu meiner Rechten, mich wird es dennoch nicht treffen. Gott ist mit dir. Gott ist auf deiner Seite. Du brauchst dich nicht zu erschrecken. Glaube an Gott und glaube an Jesus Christus. Und dann ist alles wieder für dich möglich und für dein Umfeld möglich. Schön, dass du dabei bist. Ich hoffe und eigentlich bin ich überzeugt, dass du ermutigt wurdest hier von dieser Botschaft. Und wenn es so ist, dann vergiss natürlich nicht, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen und lass ein Like da. Du kannst natürlich auch deine Meinung in den Kommentaren loswerden. Und wenn du irgendwas Ermutigendes, Ergänzendes dazu zu sagen hast, dann natürlich schreib es auch dazu und so können wir einen Austausch haben. Schön, dass du dabei warst. Ich wünsche dir Gottes Segen und ich freue mich natürlich, dich beim nächsten Mal wiederzusehen. Viel Erfolg bei dem, wofür Gott dich berufen hat. Bis bald. Wenn dieser Dienst eine Ermutigung für dich ist und du dich hier finanziell mit einbringen willst und einfach diesen Dienst als einen guten Boden siehst, dann will ich, dass du dieses Buch hier bekommst. Ich möchte einfach auch mit diesem Buch Danke sagen und vor allem einfach dich im Glauben unterstützen, dass du festhältst an die Verheißung, die kommt, wenn du ins Reich Gottes gibst, wenn du eine Arbeit wie diese unterstützt.